Also mich würde jetzt ein Herr interessieren, der zum Beispiel Anwalt ist, ja vielleicht Arzt, Pilot, finde ich auch unheimlich interessant, ja. Oder vielleicht beim Militär, könnte ich mir auch sehr interessant vorstellen, ja. Oder so auch wegen dem, so seinen Hobbys, so als Hobby vielleicht so Fallschirmspringen oder so, das würde mich unheimlich interessieren. Sowas in dieser Richtung, ja. Die Vorstellung wäre ganz schlicht und einfach so zu umreißen, dass ich mir einen Mann wünsche, der noch lieben kann. Lieben und nicht lügen, denn lügen können sie alle. Etwas komplizierter ausgedrückt, sollte es eine facettenreiche Persönlichkeit sein, eine Mischung von San Francesco, von Seneca, von Einstein, von Robert Redford, oder Crocodile Dundee. Jedenfalls ein interessanter Mann, der, wie gesagt, in seinen Couleurs mir entgegenkommt. Etwas Adäquates, auch niemand mit einem Bildungsnotstand. Da gibt es Leute, die haben Vorstellungen und die es nicht gibt, die Frau soll so und so groß sein. Solche und solche Hautfarbe, die und die Oberweite. Und es wird alles im Detail beschrieben, können wir alles liefern, wird auf Wunsch gebacken, sage ich dann. Alle Wünsche kann man nicht erfüllen und nicht alle Träume wären wahr. Aber du kannst meine Sehnsucht stillen, sag doch endlich. Hier sind wir am Brennpunkt von Geld und Prunk, das kann man schon sagen. Es unterscheidet sich, Fürstentum Liechtenstein unterscheidet sich von Monaco, dass man dort zeigt, was man hat, in Monaco. Und hier sind die heimlichen Superreichen, die man vielleicht, wenn man Glück hat, kurz erkennen kann, den einen oder anderen, ja. Und durch unsere Lage zu Vaduz, ich schaue aus meinem Büro in direkter Luftlinie auf Schloss Vaduz, das ist circa 2 Kilometer Luftlinie. Und haben wir einen sehr markanten Punkt hier, dass eben viele Geschäftsleute zu uns kommen, Industrielle, Superreiche aus aller Welt. So, dann darf ich Ihnen mal einen kleinen Ausschnitt von unserer Prominentenbahn zeigen. Es ist nur ein Teil. Diese Bilder sind nach Genehmigung mit unserem Klienten entstanden. Das war eine Idee von mir, dass man auch nachweisen kann, gibt es die Leute überhaupt? Das ist ein Herr aus dem deutschen Uradel mit mehreren Rolls-Royce. Dann einen amerikanischen Industriellen mit Diamanten und Goldminen aus den USA. Das ist ein Herr, einzigster autorisierter Double von Michael Jackson. Das ist die Schwiegermutter eines weltbekannten Formel-1-Fahrers. Eine Olympiasiegerin. Zweifache Olympiasiegerin. Dann darf ich Ihnen noch mal zeigen, einen Herrn, der durch mich geheiratet hat, der Herr Toni Jung. Der wollte erst nicht nach Bayern heiraten, weil zu weit weg war. Dann hat er durch uns seine Traumfrau gefunden, hat vor 4 Jahren geheiratet, hat heute schon 2 Kinder und hat aus einem kleinen Bäckereifachgeschäft eine kleine Brotfabrik gemacht mit über 20 Angestellten. So. Das wäre jetzt die Dame, auf die Sie angerufen haben, und die möchte ich Ihnen hier mal zeigen. Eine bildhübsche Frau. Man kann wirklich sagen, Typ Claudia Schiffer. Was macht sie denn sonst so? Gibt es Hobbys? Gibt Es es gibt sonst ein Hobbys. paar Sie ist Jahrgang Details? 69, ist ledig, katholisch, 1,69 groß, blond, arbeitet als Sekretärin, macht auch ein Nagelstudio noch nebenbei, ein bisschen. Spricht Englisch und ihr Haupthobby ist, was recht selten ist für eine Frau, Fallschirmspringen. Ja, schön. Also dann gibt es diese Leute alle, die sie Die da gibt es in der Kartei alle. haben, ja. Genauso wie es sie gibt, gibt es diese Leute auch. Ja? Ja. Sie sind ja auch ein Mann, der was geschaffen hat. Die nächste Dame fragt, was ist das für ein Mann? Ja, dann sage ich, ein Flugkapitän. Dann kommen auch Fragen, ja, gibt es denn sowas? Ja, natürlich gibt es sowas, da sitzt er. Ja, gut. Also wie ist denn so das weitere Vorgehen? Vom Finanziellen sieht es so aus. Wir haben Preise von 8.000 Schweizer Franken bis 20.000 Schweizer Franken. 8.000 Schweizer Franken für ein halbes Jahr. 12.000 Schweizer Franken für ein Jahr. 15.000 Schweizer Franken für anderthalb Jahre.
Gibt es dann etwas von der Gage zurück wieder oder wie läuft denn das weiter? Von der Gage zurück? Wenn da einfach keine Chance ist, also wenn ich eine Dame treffe und ich gefalle ihnen einfach nicht, also die ganze Sache ist erfolglos. Gibt es da irgendwie da eine Rückvergütung oder wie läuft das? Naja gut, wenn Sie richtige Partnervermittlung bei mir machen, zum Beispiel VIP-Vermittlung für 20.000 Schweizer Franken, dann vermittle ich nicht nur drei Damen, dann vermittle ich 2 Jahre und darüber hinaus kostenlos. Ne? Ja, Geld zurück gibt's nicht, gibt's auch nicht im Supermarkt. Wer hier hinkommt, der muss schon wissen, dass er Kunde werden möchte. Ja? Ich meine, man kann nicht keinen zwingen, bringt gleich das Geld mit, das ist richtig, aber der muss schon wissen, dass er hier Kunde werden möchte. Ja? Ich kann ja am Tag nicht 5, 6 Gespräche führen und die bringen nichts. Ja, klar. Man muss schon zu so einem absolut noblen Institut kommen, mit der festen Absicht, Kunde zu werden. Sonst ist der Weg zu schade her. Ja? Ich sage Ihnen mal den Ablauf einer Vermittlung. Der Herr setzt sich logischerweise zunächst mit der Dame in Verbindung. Man redet ungezwungen im ersten Gespräch. Dann würde ich sagen, Sie machen gleich einen Vorschlag, wo können wir uns treffen? Komme ich zu Ihnen oder treffen wir uns auf der Hälfte? Oder möchten Sie in die Schweiz kommen? Ich lade Sie ein zu einem netten Abendessen. Vielleicht als Gentleman bezahlen Sie auch das Hotel. Ja, und so geht die Sache dann weiter. Ja, dann läuft alles von alleine. Also geht man gerade schon ins Hotel am ersten? Ist das nein, so üblich? Oder? Nein, zum Hotel nicht. Ich meine jetzt, dass Sie die Dame einladen, dass Sie vielleicht Zimmer bezahlen. Ja? Mhm. Und mit Hotel meine ich natürlich selbstverständlich Essen. Dass der Herr die Dame zum Essen einladen. Ja. So ist das ja. Gut. Die nächste Dame wäre Steuerberaterin. Kommt aus dem Raum Stuttgart. Bitte schön. Sie dürfen das mal sehen. Ist Jahrgang 56. Geschieden, hat einen Sohn mit 9 Jahren, 1,62 groß, mittlere Reife, fährt ein Cabrio, sie reitet gerne, Ski wäre auch eines ihrer Hobbys, ihrer sportlichen Hobbys, Kulturroll, Theater, sie raucht ab und zu nicht immer, also im normalen Maß. Ja, stört mich nicht. Wird sie nicht stören, ja. Mach ich auch. Im Gegenteil, ich bin noch froh. Charmante Dame, elegant und gut aussehend, hohes Niveau, Bildung, redegewandt, ja. Und wünscht praktisch einen Herrn so bis zu ihrem Alter. Hallo, ja, ich richte dich in der Eule, Aue. Felix, hallo. Grüß dich. Hallo, wie geht's? Gut, danke. Willkommen in Zürich. Danke sehr. Gut, auf jeden Fall angenehmer als im Auto. Ja. Ja, wunderbar. War also recht kurzweilig, doch, ja. Muss ich sagen. Bis die letzten paar Meter. Ja, ganz besonders, kann ich dir das abnehmen. Oh, danke schön, das war freundlich. So, bitte komm rein. Super. Da wären wir. Super, toller Ausblick. Ja, gefällt's dir? Schön. Ja, echt toll. Ja, der See ist toll. Ja, könnte man sich dran gewöhnen. Ich habe das Gefühl, ich sei im Urlaub immer wieder. Ja. Und das dann in deinem Job. Dann zeige ich dir mal, wie es sonst noch so aussieht hier. Ja, gerne. Das. Ja, danke schön. So, ich mach schnell. Ja, und das noch das Bad. Super. Schön groß. Steht bei dir das Champagner immer in der Badewanne? Ja, da ist mir gut, weißt du. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Ja? Bescheiden, ja, das ist auch meine These. Dann hier das Schlafgemach. Ganz viele reden davon, niemand kennt es so richtig, außer mir. Da muss man mal Probeliegen machen. Ja. So schlimm war das nicht. Du, wir sind da. Für mich schon. Schön ruhig gerade rausgeflogen, ja. Dann sind wir halt ein bisschen leicht runtergetaucht, dann wieder hoch und dann war das Flugzeug schnell auf dem Rücken.
Ja, und so sind wir dann nach vorne runtergekommen. Im Magen auch gemacht. Mal. 10 Sekunden, 15, schon ist die Freude vorbei, siehst du? Sie kommt wann wie du zum Schaumer? Durch zu einem Partnerinstitut. Zufall eigentlich, weißt du, weil da lese ich mal per Zufall die Zeitung durch an einem Sonntag und der hatte da ein ganz, ganz schön aufgemachtes Inserat. Ja, das ist ja sein Stil. In wunderschöne Worte gekleidet, mhm. Ja, er hat da geschrieben von einer sehr intelligenten, hübschen Frau mit Niveau. Ich habe dann gedacht, ja, muss mal sehen, ob es das wirklich gibt oder ob das nur so fast eine Zeitungsente ist. Und da habe ich ihn mal angerufen, ja. Ja, aber Leute wie du, die tagtäglich mit Menschen konfrontiert werden, netten, hübschen Stewardessen. Ja, so ist das wohl, aber es ist eben auch nicht ganz so, wie das erzählt wird oder wie die Leute das wie soll ich sagen, wie man sich das so vorstellt? Also, das ist nur halb so wild, eigentlich. Ja, aber da wird sich doch wahrscheinlich der ein oder Zeit. Kontakt. Zweitens sind ja, die jungen Mädchen langsam ein bisschen langweilig geworden. Die haben nicht mehr groß Lust zum Ausgehen oder zum etwas unternehmen. Nicht alle, nicht alle, aber doch einige. Ja, und du, was machst denn du sonst immer so? Ja, ich hab. Bin von beruflich bin ich Buchhalterin. Ah ja, oh. Ja, das sagt jeder. Nix, oh, das ist ein ganz interessanter Beruf. Und zwar ja, ja. Bin ich da in der Steuerbranche tätig. Nochmal auf. Wir arbeiten nicht mit der Schweiz, wir arbeiten mit Luxemburg. Also ich nehme mein Portemonnaie fest und die Hände jetzt rein. Nee. Ja. Hast du denn vom Schermer schon andere Leute auch kennengelernt? Ja, ja. Ich bin schon eine Zeit bei ihm gemeldet, habe aber zwischenzeitlich immer oder zwischendurch immer wieder mal pausiert, mhm. Und habe da auch interessante Leute kennengelernt. Aber wie das oftmals so ist, wenn der Funken einfach nicht überspringt, da kannst du 10 nette Leute kennenlernen und du sagst, Mensch, der wär's. Und, dies, und der sagt dann, die Frau ist überhaupt nicht mein Typ. Oder ja, umgekehrt. Ja. Der letzte Funke, der ist noch nicht da, ja. Also, aber ich denke auch, das ist, gibt es bei mir nicht mehr, dass ich mich einfach so von einer Minute auf die andere über beide Ohren verliebe. Also, das braucht schon etwas länger. Wenn die Leute vermittelt sind, dann melden sie sich manchmal gar nicht. Und wir merken das vielleicht dann erst, wenn wir wieder den Damen und den Herren einen Vorschlag machen möchten und dann sagen sie, ach, ich bin liiert oder ich bin verheiratet. Oder das ist schwierig zu sagen. Im Moment haben wir so zwischen 3000 aktuelle auf dem Computer. Wir sind ja neu jetzt auch auf Internet. Wir sehen immer wieder, dass Leute, die nicht gerne uns anrufen, so mal anonym den Kontakt mit uns
aufnehmen können, ohne zu sagen, wer ich es bin oder sie müssen sprechen. Es gibt auch viele, die am Telefon zuerst gar nicht sprechen, sondern gleich wieder auflegen, bis sie mal Mut gefasst haben. Und über Internet ist das natürlich eine gute Kommunikation, ohne Hemmungen. So, dann müssen wir noch schnell eine aktuelle Vermittlung nach Hamburg machen. Ich habe schon alles parat. Sei so gut, schreibt das eben. Viele Grüße von uns. Ja, danke schön. Und die freuen sich. Noch vor Weihnachten. Ne? Danke. Machst du fertig. Die Vernissage ist eine Präsentation auf dem Silbertablett. Ein Zusammentreffen von vielen interessanten Leuten. Aber das ist irgendwann vorbei. Was bleibt, ist das Zurückkehren auf das Hotelzimmer. Und dann kommt so peu à peu die Einsamkeit. Und das Bewusstwerden, dass da auch sehr viel Freude war, aber dass Frau die Freude doch lieber teilen möchte. Und ich bin zum Beispiel nicht der Typ, der sich im Hilton an die Bar setzen würde, des Nachts tief dekoltiert und einen Herrn ansprechen würde. Das sind Dinge, die sind unter meinem Niveau. Also ist für mich die Möglichkeit, über ein Institut wie Institut Lord einen Partner kennenzulernen, das Adäquate. Denn da weiß ich, dass zumindest der Versuch gestartet wird, eine adäquate Vermittlung zu vollziehen. Das spart mir als Klientin wiederum viel Zeit, weil eigentlich schon von vornherein die Spreu vom Weizen getrennt wird. Mein Vater hat auch die gleiche Statur gehabt wie ich. Ja. Der Großvater, der war größer, der war 2,24 Meter groß. Der Urgroßvater 2,14 Meter. Ne. Die waren auch Obristen bei der polnischen Garde Langer Kerls. Ne. Wir haben ja Revolutionen über uns ergehen lassen müssen. Ja. Und was uns unterscheidet zwischen dem deutschen Adel, ja, oder sagen wir zwischen dem westlichen Adel, dass der östliche Adel einfach kein Geld mehr hat. Ja, ich lege Wert darauf, dass man weiß, wo ich herkomme. Weil das ist eine Familie mit Tradition, ja, und das ist mir viel wert. Und das denke ich, das sollte auch der Nachwelt erhalten bleiben. Ja. Einmal durch die Kinder, ja, und dann auch, wenn man noch mal heiratet, vielleicht auch dadurch. Aber ein Titel ist wie Schall und Rauch. Ja. Und gerade hinter einem adligen Titel erwartet man Wunders, was dahinter steht. Und ich bin einfach so, wie ich bin. Man muss mich so akzeptieren. Ich muss ja die Partnerin auch so akzeptieren, wie sie ist. Wenn man sich gefällt, wenn man sich sympathisch ist. Ne? Ich sage immer, man muss sich riechen können. Ja? Und es ist oft schon, wenn man sich die Hand gibt, da weiß man oft schon, was los ist. Was jetzt dann, das ist also so ein Treffen nicht mit oder nicht von Erfolg gekrönt ist? Ein, zwei Begegnungen hatte ich, die zum Teil auch recht lustig ausliefen. Es war eine Begegnung mit einem Herrn, der mich, weil ich auf der Durchreise nach Deutschland mich befand, zum Essen einlud und auf der Speisekarte entschied er sich für einen Krabbencocktail, bestellte dazu eine Coca-Cola und erzählte mir von seinem großartigen Hobby, was für ihn bedeutete, neben seinem Hund herzulaufen oder herzuhetzen. Das Ganze nannte sich Hundesport. Nach Beendigung dieses Krabbencocktails und des anschließenden kurzen Gespräches war es für mich auch diesmal klar, dass das nicht meine Traumvorstellung sein konnte. Ich denke, ich bin eigentlich eine Person, die ziemlich offen ist, ja, die sehr gerne ausgeht und die sehr gerne viel Spaß hat beim Ausgehen. Und ich denke, es war jemand, der jemand gesucht hat, der etwas häuslicher ist, ja. Und ich meine, ich kann auch sehr häuslich sein, ja. Aber ich denke mir, ich hatte auf jeden Fall so den Eindruck, dass es nicht so, dass es der Richtige war. Es ist schon aufregend, das ist klar. Ne? Weil man nicht weiß, was einen erwartet, was kommt jetzt da. Ne? Ja, und ich meine, wenn der Hans Schermer mir als gesagt hat, so und so sieht es aus und
Da habe ich dann oft, wenn ich es gesehen habe, Schreck gekriegt, ne? Weil es einfach nicht mein Typ war, weil er mir einfach, weil er es anders sieht, als ich es sehe, sagen wir mal. Ne? Ich meine, es ist schwierig, jemanden kennenzulernen, also so aus meiner Umgebung her, ja. Und ich wollte eigentlich immer jemanden kennenlernen, der nicht so, wie soll ich sagen, eigentlich ein bisschen was Besonderes ist, ja. Und ich habe eigentlich gedacht, das Geld ist sehr gut investiert, ja. Und ja, ich wollte einfach dann mal sehen, was dabei herauskommt. Ja, die haben gemeint, dass ich jede Menge Landbesitz habe, ja. Weil man es ja in manchen Lexikas nachlesen kann, was die Familie für Landbesitz hatte. Ne? Aber was nützen wir auf dem Papier 4 Millionen Hektar Land, wenn wir nicht mal einen Quadratmeter gehört? Ne? Mir gehören die 90 Quadratmeter Eigentumswohnung, die gehören mir. Mit zunehmendem Alter wird man mit Sicherheit anspruchsvoller. Und das nicht bei mir nicht bezüglich der Garderobe oder des High Standard oder des Autos, welches ich fahre, sondern in Bezug auf den Menschen. Es muss oder es sollte eine Frau sein, die mir nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich gefällt. Ganz klar. Ne? Ich lege da keinen Wert auf blond oder schwarz oder so. Ja. Ja gut, sie sollte halt nicht so kräftig sein wie ich. Ne? Wenn es sich noch nicht ergeben hat, dann heißt es nicht, dass es sich für die Zukunft nicht noch ergeben kann. Die Zahlung ist einmal vollzogen worden. Ich bedauere die Zeit, die ich schon dem Institut, dem Club angehöre, nicht. Denn ich denke, all die Erfahrungen, die ich gemacht habe durch das Kontaktieren der Herren, die mir vermittelt wurden, haben mich insofern ein Stück weitergebracht, als sie mich auch Dinge haben erfahren lassen über mich selbst. Ich weiß jetzt noch viel besser, was ich möchte und was ich mir mit Sicherheit nie antun werde. Wo leben Sie hier? In Monte Carlo? Ah ja. In Frankreich, ja. Wie spricht man Sie an? Sind Sie Baronin oder Gräfin oder wie muss ich es? Comtesse? Ja. Comtesse, ja. Und ja, gut, Comtesse. Wann wäre es mal möglich, dass Sie zu uns ins Büro kämen? Sie hatten aber nicht dabei geschrieben, wie jung Sie waren. Wie jung Sie sind. 44. Ja, das ist ja toll, ja. Und sind Sie Französin oder aus welcher Ecke stammen Sie? Ach so, ja. Ach so, ja. Ach so, das organisieren Sie, ja. Partys, Abendessen. Auch von Monte Carlo aus. Bis nach Saint-Tropez. Ja, da ist ja schickimicki, das ist ja schön. Ja, guten Abend, da ist der Felix aus der Schweiz. Oh, spreche ich mit Abend. Der Karin? Ja, genau. Das trifft sich gut, schön. Oh, haben Sie auch Post vom Herrn Schermer bekommen? Ja, ganz genau, es ist schon eine Zeit lang her, ja, und ja. Ich wollte schon seit längerer Zeit mal Verbindung aufnehmen. Mhm. Ja, Freitagabend, ja, das Wochenende fängt an. Genau, ja. Bei mir ist das eben auch so, ich bin ziemlich viel unterwegs. Ich weiß nicht, was Sie schon wissen von Herrn Schermer. Also, genau, der Herr Schermer hat mir ja geschrieben, dass Sie Pilot sind, ja? Bei mir ist das immer ein bisschen ein Terminproblem, aber ich habe jetzt den Einsatzplan für den Dezember bekommen. Mhm. Und da könnten wir vielleicht mal etwas abmachen. Ja, das wäre wirklich super. Jetzt überlege ich mir nur, es wäre wahrscheinlich das Beste, wenn Sie wieder zurück sind von Ihrem Flug, wenn Sie mich noch mal kurz anrufen würden, ja, und dann könnte man ja einen Termin ausmachen, ja? So, meine Damen und Herren, hier spricht noch Marcia Kapitän.
Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Informationen geben zu unserem Flug von Zürich nach Frankfurt. Oh, Bernie, das ist wie ein Schlaraffenland heute wieder. Dankeschön. Guten Appetit. Entschuldigung. Sind Sie Karin? Ich bin die Karin. Bist du der Felix? Ja, der Felix. Ja, hallo. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich. Ja, ich ja freue mich endlich auch. Hat's geklappt. Super. Ich habe dich erst schwarz-weiß gesehen bis jetzt und jetzt bist du da so hautnah. Ich finde das toll. Okay. Ja. Gut. Bist du schon lange hier? Gerade gelandet, ja? Weißt du, und schnell auf den Weihnachtsmarkt. Mhm. Ja. Okay. Gut. Also, du hast vom Glühwein geredet. Ja, du hast also Feuerzangenbowle oder so. Wäre eine super Idee. Trinke ich sehr gerne. Ja. Ja. Das was? Okay. Dann gehen wir. Gut. Ist hier in der Nähe ein Stand mit Feuerzangenbowle? Nee, habe ich schon gesehen. War das gut? Ich muss ein Kompliment über deine Krawatte machen. Oh, sehr Dank. Ausgefallen. Ja? Ja, gefällt mir sehr gut. Ah ja, danke schön. Mhm. Ich meine, es sieht auf jeden Fall nicht so langweilig aus wie so einfarbiger, ja? Genau. Aber es gibt doch bestimmt in deinem Beruf eine Kleidervorschrift. Also ich denke mir, dann darfst du keine bunte Krawatte tragen. Doch, du, ja. Ja, ja. Viele Passagiere möchten sie sogar kaufen. Ja? Ja. Toll. Doch, doch. Mhm. Ja, und du siehst auch ganz toll aus. Danke. Muss ich auch ein Kompliment machen. Eben, ich habe nur schwarz-weiß gesehen bis jetzt. Magst du eigentlich mehr dunkelhaarige Frauen? Oder ist die Haarfarbe egal? Du, das Alter und die Haarfarbe ist mir egal. Ja. Echt? Wirklich? Nein, nein. Es gibt doch sehr schöne blonde Frauen. Es gibt sehr schöne dunkelhaarige Frauen. Das ist für mich schon wichtig, dass eine Frau gut aussieht. Mhm. Ist wichtig für mich. Mhm. Oh, man hört nein, viel. Aber ja, es ist wichtig, was im Kopf ist oder im Herz. Natürlich gehört auch dazu, aber für mich ist das auch noch wichtig. Weil mir als Mann gibt das ein gutes Gefühl, also eine hübsche, nette Frau an der Seite zu haben, ja. Und eine Frau, auf die ich stolz sein kann. Ja. Nein, weil es gibt Männer, die unwillkürlich nehmen die immer die gleiche Frau, also der Typ, ja? Blond oder nein. Dunkelhaarig. Ja? Die letzte war ganz dunkel. Ganz dunkel. Oh. Oh. Afrika, oder? Nein, 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 dunkle Haare. Ach, dunkle Haare. Dunkle Haare. Ach so. Nein, ist für mich nicht so wichtig. Hm. Könnte auch rot sein. Ach ja? Ja. Hm. Und du? Ja, eigentlich kann ich das auch nicht so sagen. Würde ich nicht unbedingt sagen. Also ich denke auch, dass Frauen Männer nach ganz anderen Kriterien aussuchen. Ja. Ja? Also bei Frauen, ja, es soll ja wissenschaftlich bewiesen sein, Frauen gucken ja mehr nach diesem Beschützerinstinkt, ja? Unwillkürlich, ja? Mhm. Ja, gehört auch ein bisschen dazu, vielleicht, ja? Ja. Ich glaube, das hast du auch schon irgendwie ein bisschen kennengelernt von mir. Ich bin auch, dass ich heute total von was begeistert bin, ja? Und morgen vielleicht nicht mehr so ganz, ja? Also ich bin ein bisschen wankelmütig, ja? Ah, ja. Würde ich sagen. Ein bisschen launig, ja? Aber ich denke mir... ja, ich bin nicht unbedingt der zuverlässigste Mensch, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja? Also ich meine, ich versuche meine Verabredung immer einzuhalten, aber ich bin meistens unpünktlich, ja? Das muss ich auch dazu sagen. Und, aber man darf mir das nicht böse nehmen, ja? Weil ich habe es mit der Uhrzeit nicht so sehr. Ja? Dir also, kann man ja nicht böse sein, Karin. Also wir Krebsmenschen sind immer ein bisschen träumerisch, ja? Und deshalb vergessen wir gerne die Zeit. Ja? Und deshalb sind wir vielleicht um 4 Uhr verabredet und schon kurz nach 4 und dann muss ich mich unheimlich beeilen. Dann bin ich leider immer ein bisschen zu spät. Du, ganz was anderes. Bin ich dir nicht zu alt?
Also, kann ich jetzt nicht... Wenn du gerade offen sein willst, ja? Kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, ja? Also, ich würde mal so sagen, es kommt immer auf die Einstellung derjenigen Person an, ja? Wenn jemand nicht unbedingt, wie soll ich sagen, ich meine, ständig vielleicht langweilig zu Hause rumsitzt oder so, ja? Ich meine, so jemanden möchte ich eigentlich auch nicht haben, aber es gibt Menschen, die sind unternehmenslustig, ja? Und sowas habe ich eigentlich sehr gerne, ja? Also ich hoffe, der Felix übernimmt das. Ich kann ja heute nicht so. Ich probiere mal. Was ist mit dir? Du, nach der Großveranstaltung vom Weihnachtsmarkt, ja, da hatten wir ein bisschen genug von der Volksmasse. Wir waren auch durchfroren so ein bisschen, ja? Ja. Da haben wir also erstmal im Schwarzen Stern, hat das geheißen, ja, ganz schön gegessen. Wir hatten doch einen ganz tollen Abend, haben uns gut unterhalten. Ich finde die Karin ganz toll und wir haben eigentlich gesagt, wir versuchen was Gutes zu machen daraus, ja? Ich möchte sagen, es hat gefunkt, gekribbelt. Ist das richtig so? Ja. Sonst widersprichst du. Nee, das stimmt. Das stimmt. Mhm. Gut. Also, ich mag viel vertragen, hat sie gesagt. Du auch? Ich habe das noch nie gesehen. Ja, sie sieht auch ganz toll aus. Auch wichtig für mich. Und ja, ich möchte auch sagen, wir hatten einen guten Abend. Das hat gestimmt. Ja? Das stimmt. Und jetzt gehen wir. So. Ich habe eine Vorstellung von meinem zukünftigen Partner. Also so eine ganz fest umrissene, so wie er ausschauen soll oder so, habe ich eigentlich nicht. Ich habe eine gewisse Altersvorstellung, was die Interessen betrifft, eine Vorstellung. Und alles andere lasse ich mich eigentlich überraschen beim persönlichen Gespräch. Mhm. Ich möchte Ihnen mal die Bilder zeigen. Ein sehr angenehmer Herr, vom Typ her wie Klaus-Jürgen Wusser, so würde ich ihn mal beschreiben. Sehr elegant, vom Alter her, Jahrgang 37, 1,82 groß, schlank, sportlich. Er ist ehemaliger deutscher Opernstar, verwaltet heute sein Vermögen, fährt mehrere Rolls-Royce, Mercedes 600, die alten Pullman-Limousinen, Testarossa, De Tomaso. Also das ist hier schon was ganz Exklusives. Ein sehr elitärer Mann. Also er hat eine sehr sympathische Ausstrahlung. Ich glaube auch, dass es vom Alter her meinen Wünschen entgegenkommt. Und alles andere muss man beim persönlichen Gespräch sehen. So ist es. Ob man auf der gleichen Linie schwingt. Andonnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich kniet in seine Rinde so manches liebe Wort. Es zog in Freud und ein schöner Tag im Baden-Baden.
Eine schöne Frau, ein schönes Auto. Danke. Baronin, begrüße Sie. Guten Tag, Herr Edel. Sie haben tolles Wetter bestellt für unsere schönen Autos. Ja, wunderschön. Sie haben wieder Ihr Prachtstück dabei. Ja. Darf ich das mal fotografieren? Natürlich. Okay. So. Gehe ich zum Auto, nicht? Denken Sie doch mal bitte daran. Ja, dann habe ich eine Erinnerung. Kommen Sie. Ja. Wunderbar. Gut. Also das muss ich auch fotografieren. Wunderbar. So. Wunderbar. Jetzt haben wir genug. Haben wir es verewigt. Und ein zweites Frühstück im Brenners heute Morgen, ja? Gerne. Kommen Sie. Tolles Wetter haben wir ja heute. Wunderbar. Hoffentlich hält das an. Haben Sie denn mit Ihren Autos schon Pokale gewonnen? Bei Concours d'Elegance? Nein. Ich beteilige mich an sowas eigentlich nicht. Hm? Ich fahre sie, weil eben von diesen exotischen Autos ja jedes eigenen Charakter hat. Nicht? Und die erste Liebe war dieser schöne Phallus, den Sie fahren. Ich habe meinen jetzt über 20 Jahre. Ja. Und möchte ihn auch behalten. Sind Sie mit verheiratet, was? Ja, da bin ich mit verheiratet. Ja. Ich frage mich immer, dieser E-Type, der dominiert ja dieses lange Vorderteil, nicht? Ja. Das hat Sie angesprochen. Das Design, eben die gesamte Erscheinung, dass der vorne so schön lang ist. Und also meine mein Lebensduell war mein Gesangsstudium. Mhm. 22 Semester habe ich mich damit befasst. So lange? So lange, ja. Und heute singen Sie auch noch? Zum Hobby schon mal. Ich bin schon mal eingeladen. Zu Hause habe ich einen Flügel mit Disketten, mit Playbacks. Ach, wie schön. Brauche ich also nicht immer einen Pianisten dafür. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. After so lonely and a set up first hello. Little did we know, love was just a glance away. And warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, love was of first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Hätt aufgepasst, jetzt kommt der Höhepunkt. Und For strangers in the night. Oh! Super! Es gibt wohl kaum ein Geschäft, wo man seinen Kindertraum mit einem Geschäft verbinden kann, wie bei uns. Wir müssen schöne Geschäftsfahrzeuge haben. Das bin ich auch den Kunden schuldig. Wahrscheinlich hatte das der Kohl noch nicht mal so. Aber Institut Lodge, wir müssen das haben. Und jeden Freitag pflege ich immer unsere Autos. Mehr Zeit bleibt nicht. Und da habe ich dann auch Freude dran. Das macht mir sogar sehr Spaß. Ja, hier bin ich dann in Witten groß geworden. Ich bin ja in Dortmund geboren und praktisch mein Leben habe ich hier in Witten verbracht. Und dann fing ich auch mit 15 oder 16 Jahren mit Bodybuilding an. Das war eine schöne Zeit. Und habe mir meine Kindheit und meine Jugend verbracht. Ja. Und ich hatte seinerzeit selbst mal in der WAZ, die erscheint in Essen im Ruhrgebiet, eine Anzeige gesetzt, dass ich halt über den Weg eine junge Frau suchen würde, eine neue Partnerschaft und so weiter. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie viele Damen sich dort gemeldet haben. Und habe gemerkt, halt, das muss doch im Markt sein. Und so bin ich dann selbst darauf gekommen. Ne? So, jetzt fahren wir weiter nach dem Peter zu meinem Kollegen. Den habe ich über 10 Jahre nicht mehr gesehen.
Hallo, Peter. Etzken. 10 Jahre alt. Willkommen zu Hause. Ja, wie siehst du denn aus? Ja. Elsken. Peter, du hast ja nicht. Mensch, du hast ja noch richtige Metzgerarme. Die sind bei mir etwas dünner geworden. Ich kann das gar nicht glauben. Komm mal in die Sonne. Komm mal in die Sonne. Schönen Tag. Ich freue mich, dich zu sehen. Nur am Telefon, dann ist zu Hause. Schönen guten Tag. Schwester. Aber siehst doch gut aus. Du hast dich nicht gehört. So ist die Zeit vergangen. Und so habe ich das jetzt aus meinem Leben gemacht. Nicht? Aber ich freue mich, wenn ich den Kittel ansehe. Schön. Nee. Wenn man das sieht, will nicht. Kriege einen Kulturschock. Hinsken. Was soll Leasing ist das doch? Da hast du dich doch nie gekauft, oder was? So, Peter, dann wollen wir mal gucken, ob ich noch was bringe. Ich würde sagen, ich hole das erstmal das Material von der BG. Das ist dann, sonst haust du dir einen in den Wanz, da kannst du hinten einen Hut drauf aufhängen, du. Na ja, ist ja vielleicht besser. Ja, pass auf. Die Arme müssen auch mit da durch. Und pass auf, hoffentlich schnürt dir das den Blutzufuhr nicht ab. Genau wie beim Orgelspiel, weißt du, da brauche ich immer meine Zeit zu. Pass auf, da sind 2 Nähte, ne? Ja. Ja, nach über 12 Jahren. Bein abschneiden. Oh ja, diesen. Ja. Schaut's an. Herr Hupfeld ist der einzigste Metzger weltweit, der mehr gefressen hat wie ausgeweint. Und jetzt kommt er und will den alten Onkel Hans einen erzählen. Ha? 3 Tage hätte ich wieder dicke Hände wie ein Ferto. Das war ja, ich war gerne Metzger. Ich war sehr gerne Metzger. Sag mal, wie das so rauskommen kann. Gar nichts daran aufzusetzen. Mir ging es gar nicht so ums Geld verdienen beim Metzger, sondern auch Spaß an der Freude. Wir waren immer tofte Jungs gewesen, so wie Peter. Na, guck hier. Und dann nach 10 Jahren? Ja, aber sauber, mal. Bestimmt. So, und jetzt sehen wir gleich noch nicht. Dran auszusetzen. Peter, das kennst du doch. Das Schreiben und das Lesen ist nie mein Fach gewesen. Denn schon von Kindesbeinen befass ich mich mit Schweinen. Das Borsten und Schweine schmeckt. Aber doch. Idealer Lebenszweck, zwick, zwick. Der ideale Lebenszweck ist Borstenvieh, ist Schweinespeck. Der ideale Lebenszweck ist Borstenvieh und Schweinespeck. Das ist aus der Oper Nabucco, glaube ich.